Hi, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Civilization 5 mit den Dänen. Wir hören mal ein bisschen neue, andere Musik. Ihr seht schon, ich habe einen breit gefächerten Musikgeschmack und mag viele unterschiedliche Sachen sehr, sehr gerne. Jetzt hören wir Irish Folk von der Bothy Band. Ein Album aus dem Jahr 1976, heißt Old Hag, You Have Killed Me. Ich finde es grandios und ich hoffe, euch macht's auch Spaß. Ist bei mir jetzt ein bisschen leise. So ist besser. Ich hoffe, bei euch geht es so. Aber ich glaube, inzwischen habe ich das mit der Lautstärke so halbwegs im Griff. Nächste Runde. Ja, ich verstehe schon. Fragst du mich jetzt praktisch nochmal, ob ich... Ah, da sind noch mehr. Danke. Also, es verhält sich eigenartig, dieses Spiel, seit ich geändert habe. Können wir modernisieren? Nein, noch nicht. Stellen wir den mal dahin. Nächste. Danke für die Info. Und ich will es nicht tun. Darf ich an Alexamanim? Garim. Klar, wir halten. Igamar. Eure Denunzierung durch den Feind ist beendet. Ja, wir bleiben dabei. Sind hier Städte zerstört worden oder warum sind hier so fette Löcher drin? So. Okay, Dynamit dauert noch 4 Runden. So, Moment. So, hab die Lautstärke nochmal ein bisschen angepasst. Gut, kümmern wir uns erstmal um die Produktion. Ah, die Fabrik ist jetzt fertig in Kopenhagen. Jetzt können wir Schiffe bauen. Ah ne, es ist gar nicht Kopenhagen, es geht um Aarhus jetzt. Aber die Fabrik fertig ist, okay, sollen wir mehr Einheiten bauen? Wahrscheinlich. Wir könnten jetzt hier mal noch eine Kanone bauen. Hast du überhaupt... Nee, hast du nicht. Egal. Eine Kaserne. Mark wäre vielleicht nicht so falsch. Alright, nee. Wir brauchen mehr Kanonen auf jeden Fall. So, Genua. Ich denke. Jetzt wird's Zeit. Yep. Schaut euch das an. 1A. Ganz kurz. Agnele hat herausgefunden. An der Stelle übrigens ein Gruß an Ben, falls ihr zugucken sollte bei diesem Song. Hat Nele herausgefunden, dass der Araber Pläne hat. Aber das ist uns eigentlich wurscht. Ich meine, aktuell sind wir mit Peter befreundet. Wir könnten das jetzt verraten an Peter. Und so unsere Beziehung weiter stärken und dann vielleicht möglicherweise hier eine Freundschaftserklärung rausholen. Hola. Jetzt können wir ein Freundschaftsvertrag vorschlagen. Fragen wir mal. Tja. Kein Interesse. Ja, gut. Babylon. Richtig weiter fördern. Der sammelt noch in Nippo. Ich schau mal, ob wir da vielleicht die Technologie rausholen können oder nicht. Und dann können wir uns überlegen, ob wir mit denen ein Abkommen treffen.
Jetzt ist die Frage, wollen wir Genua oder wollen wir Genua nicht? Hm. 16. Schon gut. Und wir hätten noch eine Küstenstadt. Brauchbare Produktion. Ja, wir nehmen Genua ein. Wir nehmen Genua ein. Los geht's. Die Zufriedenheit macht mir Sorgen. Aber wir nehmen die Küstenstadt. Oder wollen wir nur eine Marionette? Nee, wir nehmen's. Steigt die Unzufriedenheit um 16. Nope. Dammit. Okay, wir können es uns einfach zufriedenheitstechnisch noch nicht leisten. Dann machen wir eine Marionette draus. Wir können das, glaube ich, später noch ändern. Oh. Kriegstreiber Malus hier weiterhin von unseren Jungs und Mädels. Hola. Dem ist das egal. Nur der Araber hat, glaube ich, ein bisschen ein Problem damit. Assalamu alaikum. Okay, ich überlege mir immer noch, ob ich dich verpetzen soll oder nicht, aber das machen wir jetzt aktuell nicht. So, Genua ist eingenommen. Was ist das hier? Ja. Die keltischen Fetzelchen. Jetzt müssen wir das Geplünderte hier wieder reparieren, aber es ist es ja. Halt, Bautrupps haben wir ja wohl genug. Schienenfantrie für 200 Gold modernisieren. Bitte. Machen wir trotzdem. So, hier, wir sind in Singapur eingedrungen, ja, das weiß ich. Ich will mal dahin. Und dann Radeldat. Moment, nee, da kommt nicht eins weiter, müssen wir hier noch stehen bleiben. Ich hätte die nämlich extrem gerne zerlegt. Und jetzt mit dem Lancier rein, jawohl, ist recht. Plündern. Zack. Hier können wir natürlich gar nichts einnehmen, aber wir können plündern. Bleib hier stehen. Zieh dich mal runter nach Kopenhagen, falls da jedoch was kommt. So, jetzt ist die Frage, ob die Ski-Infanterie hier weg sollte. Könnten plündern. Okay. Und hier auch noch. In der nächsten Runde zumindest. Zack. Bottom zerstört. Kissel wäre schon auch cool. Im Öl. Hey, wir kommen echt nicht vorwärts hier oben. Okay, wir müssen eigentlich die Kanonen dann in der nächsten Runde nach oben ziehen. Es wird Ewigkeiten dauern, bis die da sind. Oh. Gatte. Ja gut, Genua ist jetzt gefallen. Kopenhagen braucht noch 9 Runden fürs Nationalepos. Ist die Frage, ob wir vorher schon anfangen, Schiffe reinzuschieben. Panzerschiff dauert 8 Runden, 45er Stärke. Zu, das sieht halt geil aus, aber die hatte irgendeinen Nachteil. Stimmt, es ist langsam, genau. Ich erinnere mich. Und braucht Kohle. Wir haben ein Kohle. Okay. Nee, wir schieben das Panzerschiff bitte hoch. Kavallerie. Hier zum Scannen.
Gatling. Mal wieso nicht? Okay. Und die Städte heilen sich jede Runde auch so ein bisschen. Das Gebiet hier kann sich festsetzen. Und aber die nächste Runde. Darf ich einen Examen nehmen? Ja. Oh, du hast viel Kohle. Du könntest mir Kohle geben. Findest du nicht? Ja, auf jeden Fall brauchen wir die Gewürze weiterhin. Das ist aber toll, dass dich das Luxusgut interessiert, aber ich für 6 Gold die Runde. Oh, Peter, wie viel Baumwolle habe ich denn? Jetzt würde ich gerne rausfinden, wie viel Baumwolle ich habe, aber fucking Civilization 5 lässt mich nicht. Aber 6 Gold pro Runde, ernsthaft? Nope. Eine wunderbare Verteidigungseinheit, die Gatling. Ja. So, wir sind dran, 1903. Das ist quasi der Erste Weltkrieg, sozusagen. Das passt eigentlich ganz gut. Was haben wir hier? Ja, das wissen wir schon, dass der Pläne gegen Gustav schmiedet. Dann soll die ruhig Krieg führen, ich habe nichts dagegen. Was macht denn die Punkte? Ich habe 1200 Punkte, Teilort 1300, im Knetzer hat 1400. Soweit alles okay. Die sind miteinander beschäftigt, die sind miteinander beschäftigt und die anderen sind raus. Das heißt, eigentlich habe ich hier eine freaking Win-Situation weiterhin. Wenn ich mehr Einheiten hätte, würde ich auf Raubzug gehen hier rüber, aber nee. Okay, wir haben hier eine Beförderung, das ist schön. Deckung. Geht schon Deckung? Ach, Deckung geht hier gar nicht. So, Verteilung könnten wir machen, das machen wir nicht. Sanitäter könnten wir machen. Wache ist vielleicht nicht falsch. Oh, Sanitäter. Ich tendiere dazu, das zu selten zu machen. Und, ist jetzt vielleicht nicht das Falscheste. Wir ziehen weiter. Und plündern. Hier können wir nichts plündern, nein, aber hier. Ja, Singapur, regt die nicht so auf, okay? Chill mal ein bisschen. Okay, dahin mit einem großen General. Wir haben eh keine Kanone, also können wir hier nicht wirklich was machen. Gehen wir doch mal zurück ins eigene Staatsgebiet, so. Prag hat das Krankenhaus fertig gebaut. Panzerschiff 11 Runden geht nicht, weil wir keine Kohle haben. Hast du eine Fabrik? Ja. Immerhin gibt es wieder Wachstum. Ja. Nicht mal eine Schmiede. Ach, scheiß auf diese Stadt, ohne Witz. Ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören, stimmt's? Halt mich das nächste Mal noch auf, wenn ich so eine Scheißentscheidung am Anfang des Spiels treff's. Du kannst dich hier festsetzen. Infanterie festsetzen. Nächste Kanone. Frage, ob wir sie dann überhaupt so weit zerstören wollen oder nicht. Oder hier einfach nur eine Frontlinie bauen. Ich schick's mal hoch, was sollen wir sonst tun? 6 Runden. Nikola Tesla, die Freiheitsstatue wurde schon begonnen in Riebe. Na dann. 6 Runden noch. Ja, jetzt ist es dann soweit, dass die großen Ingenieure das nicht mehr hinbekommen. Wir könnten allerdings einfach nochmal einkaufen, weil wir können eigentlich alle Wunder abgreifen, die wir wollen. Wir haben 3500 Glauben übrig. Irre. Holen wir uns gleich noch einen, weil wir es können. 2500 jetzt. Dann bleibt aber nicht viel übrig.
denke noch ein bisschen drüber nach. Nicht so, dass wir schon im nächsten Zeitalter landen würden. Oh, da war ein Bautrupp drin, das ist sehr gut, den automatisieren wir. Zack. Es geht hier modernisieren bitte und dann stehen lassen. Park. Kannst du wenigstens ein Handelsschiff bauen, das halbwegs, ja, kannst du. Und so. Plündern. 3 Gold. Zwischen Mekka und Medina. Okay. So, Karabelle können wir hier festsetzen. Wo kannst du das überhaupt? Ja. Nächste. Kanone, schieß weiter. So ärgerlich mit dem Eis hier oben. So, die Fregatte Quebec war noch ein Problem. Müssen wir die einfach als Fockbuster hier. Bereitschaft. Nächste. Andere Kanone. Lassen wir hier stehen. Und die Kaff setzen wir auch auf Bereitschaft. Gatling auch. Die Gatling nicht. Wird die zusammengeschossen, die Runde? Vielleicht. In der nächsten Runde muss ich auf jeden Fall weg. Und ich hätte plündern sollen, nicht säcken. Hätten wir vor dem Schießen machen können. Bereitschaft. So, jetzt kommen wir in die nächste Runde. Ich guck mal kurz in die Demografie, auf welchem Platz... Oh, falsch. Auf welchem Platz wir stehen, was Soldaten angeht. Auf Platz 1, das ist... Nee. Platz 2. Nee, 1 tatsächlich. Okay. Sind so im Durchschnitt nach den 2 großen... Noch ein bisschen. Ehrlich. Also. Ist die Frage, ob wir möglichst bald in Kopenhagen einen Trupp zusammenstellen und hier rüber schicken, um hier hinten einzufallen. Zum Beispiel Mosankani einzunehmen. Dann wäre... Aber viel zu früh. Gut, nächste Runde. Hätte ich vorher drauf kommen sollen, ein bisschen Irish Folk reinzumachen. Wie gefällt euch die Musik? Schreibt mir doch in die Kommentare. Was ist jetzt draufgegangen? Ich habe nicht aufgepasst. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie euch die Mucke gefällt. Oh. Scheiße. 2 Einheiten draufgegangen, der Lancier. Und die Gatling ist noch nicht so ideal. Well. Nee, dir verraten wir bestimmt nicht, dass der Araber Pläne gegen dich spielt. Dann mach doch mal was, Araber, echt jetzt. Hola. Intrige Pila mitteilen, ja, könnte ich. Ich meine... drück mal den richtigen Knopf jetzt. God damn it. Entschuldigung. Zack, Luxuries, please. Luxuries, anyone? Nee, hat so viel Kohle. Guck mal, ganz bestimmt Kohle geben. Was möchtest du dafür? Eisen und Pferde und Gold. Darf ich gerne Alexander nehmen? Garim. Das mit 5 Aluminium. Ja. Das erste. Alright. Ando. Kein Öl weiterhin. Da müssen wir Kissel eigentlich noch nehmen. Was Kissel? Das Öl hat, ja. Boah, wenn uns zufrieden hat, wird es kaum aushalten, hey.
Hä? Um welche geht's denn? Um die hier. Du schläfst doch schon. So, du bist befördert. Das ist schön. Nochmal Drill. Und setzen dich hier fest. Nächste Kanone. Oh, sehr schön. Jetzt kannst du Deckung machen. Unwegsames Gelände. Ist das unwegsames Gelände? Sieht so aus, ja. Nee, Tundra ist es. Okay, wir machen trotzdem. Deckung bringt uns einfach mehr im Late Game. Das war nicht schlau mit der Gatling. Ja, bleib mal hier. Genau, dich habe ich, dich habe ich nicht modernisiert. Ich dachte, ich hätte dich modernisiert. Ich kann auch nicht. Setz dich fest, ist in Ordnung. Doch, ich habe dich modernisiert, aber es ging noch gar nicht bis Weltkriegsinfanterie. Gatling bleibt stehen. Ja, bringt gar nichts, Kessel anzugreifen. Wir plündern. Ziehen uns dann zurück. Sehen wir nix. Und wir haben eine neue Einheit gekriegt. Das war die hier von Sophia. Das ist schön. Immer will ich hier rüber ins Diplomatie-Menü. Ich gucke noch kurz, wie es mit unseren Stadtstaaten steht. Wir haben unsere zwei Verbündeten, nämlich Jerusalem und Hongkong. Beide mega im Plus noch, richtig? Sieht gut aus. Was ist Jerusalem hier unten? Schon keine Probleme zu kriegen mit den Stadtstaaten außenrum, obwohl die doch eigentlich... Und Hongkong ist hier drüben. Gott, sonst bin ich mit fast allen Stadtstaaten im Krieg, ziehe ich das rein. Sophia ist noch befreundet. Stehen die unter unserem Schutz? Nope, wer ist Verbündeter? Vielleicht mit 75 mehr Einfluss, das können wir aktuell nicht machen. Aber die nächste. Oh, doch noch eine. Moment. Wollen wir den kurz modernisieren und unser eigenes Staatsgebiet schicken? Machen wir es mal, was soll er sonst tun? Jetzt aber. So. Städte, die alle besuchen wollen. Edinburgh. Ja, die Kelten kotzen sich so zu. Edinburgh ist eine irre Stadt geworden. So eine Freiheitsstatue soweit ganz gut. Oh, das würde uns einen fetten Push geben, die Freiheitsstatue, ganz ehrlich. Ist auch meine beste Stadt, glaube ich, Edinburgh. Gucken wir mal. Größte auf jeden Fall. Okay. Eine neue Sozialpolitik hatten wir auch schon eine Weile nicht mehr. Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, wir können jetzt entweder hier eine Sozialpolitik oder ideologische Grundsätze auswählen. Ist das richtig? Jawohl.
Oder beides. Hm. Also dann Zivilgesellschaft und Kapitalismus. Nur mal gucken. Wir könnten hinzufügen. Geburtenrate für große Persönlichkeiten steigern. Kultur, Chance auf Malmanipulation in Stadtschaden verdoppelt. Wow. Plus 3 Wirtschaft durch alle Handelswege mit anderen Zivilisationen, die der Ideologie Freiheit folgen. Plus 1 lokale Zufriedenheit durch jedes nationale Wunder. Ja, ist alles ganz nett. Stufe 2 wäre hier möglich. Plus Urbanisierung, plus 1 Zufriedenheit. Wir müssen langsam wieder. Jedes Krankenhaus und jedes medizinische Labor. Na gut. Freiwilligenarmee. 6 Einheiten benötigen keinen Unterhalt. Es gibt also Geld. Ihr erhaltet sofort 6 Einheiten Fremdenlegion Infanterie. Nice. Kampfstärke von Städten um 33 erhöht. Spezialisten in Städten nur halb machen. Nur halb so viel Unzufriedenheit. Goldene Zeitaltern dauern 50% länger. Allgemeines Wahlrecht. Wir haben eine Menge Spezialisten. Deswegen Wahrzeichen. Und Modernisierung große Persönlichkeit produzieren plus 4 des entsprechenden Ertrags. Okay. Und Arsenal. 15 Produktion Militäreinheiten. Ist eigentlich alles ziemlich geil. Jetzt bin ich mir echt nicht ganz sicher, ob wir beides wählen können, um nur eins zu wollen. Das mache ich folgendes, das speichere ich mal. So. Das würde ich dann tatsächlich neu laden, wenn das anders ist, als ich es erwarte. Schauen wir nur, was hier noch so möglich wäre. Hier plus 1 Wissenschaft pro Handelsposten und 17% durch Universitäten. Ist schon ziemlich stark. Wird Wissenschaftsertrag aus Forschungsabkommen 50%? Naja, ist beides so ganz okay. Und wenn wir alles nehmen, dann können wir große Wissenschaften mit Glauben kaufen. Sexy. Aber ich glaube, der Betrag ist hier auch gesteigert. Ästhetik. Warum ist Ästhetik ausgewählt? Haben wir das eingeführt? Bin irritiert. Nee, oder? Keine Politik hier gewählt. Hm. Hat es einführen? Doch, macht mehr. Wir haben es eingeführt, ja, ich erinnere mich. Ehre hier Richtung Militär. 50% mehr Erfahrung. Boah, ist natürlich geil, wenn wir jetzt im Krieg landen. Für jede Garnison steigt die lokale Stadtzufriedenheit um 1 und die Kultur um 2. Und wenn wir alles machen, bei Übernahme von Politik im Ehrezweig wird Gold für jede ausgeschaltete Feindeinheit gewährt. Wow. Ich glaube, da fände ich das hier jetzt besser. Und zwar tatsächlich das allgemeine Wahlrecht. Zack. Japp. Haha, schaut euch das hier an. Ja. So. Haben wir jetzt eine Sozialpolitik noch? Nee. Wir haben die Kultur ausgegeben. Trotzdem richtig geil. Richtig geil. Jetzt kriegen wir ein goldenes Zeitalter in der nächsten Runde. Und wir können auch eine Stadt einnehmen. Völlig problemlos. Und wir könnten Genua hier unten aus dem Marionettenstatus holen. Aber ist die Frage, ob wir das wirklich wollen. Lassen wir das mal. Okay. Ist halt eine Küstenstadt. Lassen wir Genua erstmal ein bisschen als Marionettenstadt ausbauen. Und holen uns auf jeden Fall Kissel hier oben. Singapur ist verängstigt. Bist du geschützt von irgendwem? Schweden. Schweden kann dich auch nicht schützen. Wir könnten Tribut fordern. Warum verängstigt sich wegen dem Trespassing wahrscheinlich noch? Na. Tun wir es. 15 Einfluss und wir kriegen 275 Gold. Wieso nicht? Danke. Ja. Zu nett von dir, zu nett. Was ist das? Inquisitor. So, ich glaube, es war die unsere letzte Runde, ne? Aber erst nach dem Lied. Parken. Achso, weil ich dich modernisieren kann. Nehmen wir Drill. Noch eine. Deckung.
jetzt aber. Kapum-pum-pum-puang. Ist eine Spezialisierung? Nope. Kannst du Gold rausholen? 13. Vergiss es. So ein Musiker kommt bald rum. So viele Spezialisten. Ja, wenn jetzt noch gleich die Freiheitsstatue dazu kommt, dann... Wow. Wir haben eine Menge Spezialisten überall eingestellt. Militärakademie wäre nicht schlecht. Wasserkraftwerk. Kostet halt 3, aber macht nochmal... Plusproduktion auf jedem Feld mit Aluminium. Museum. Weltkriegsinfanterie braucht halt noch 11. Haben wir einen Bautrupp vielleicht? Ich glaube, wir haben noch mal einen Bautrupp raus. Warum? Weil demnächst die Eisenbahn kommt. Haben wir das schon gemacht, ja? Ne, haben wir noch nicht. So, Kissel. Fürs Erste hast du Ruhe. Tschüss. Wir brauchen das. Vielleicht den hier noch. Oder den hier. Den hier. Zack. Okay, da machen wir wieder einen Schnitt. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr wollt. Hat es euch gefallen, drückt bitte auf den Gefällt-mir-Knopf. Ihr helft mir damit sehr. Hat es euch nicht gefallen, drückt ihr auf den Gefällt-mir-nicht-Knopf. Über ein Abo solltet ihr noch keins haben. Freue ich mich natürlich. Und ja, genug geplaudert. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.